Banküberfall, Täter gefasst. Bankräuber verurteilt. Mildes Urteil nach Täter-Opfer-Ausgleich. Ich habe riesigen Mist gebaut. Rückblickend ist mein Leben katastrophal verlaufen. Der Abstieg fing eigentlich an, als Anne endgültig genug hatte und zurück zu ihren Eltern zog. Danach habe ich mich nicht mehr erholt. Die Folgen waren zu viel Alkohol, den Job verloren und deshalb auch kein Geld. Und da saß ich wieder einmal in meiner Sozialwohnung vor all meinen unbezahlten Rechnungen und wusste nicht mehr weiter. Da fiel mir die Pistole ein, die ich erst auf dem Dachboden meines verstorbenen Vaters gefunden hatte. Ein Banküberfall? Mein einziger Ausweg. Skrupel gegenüber der Bank? Nein. Und an die Angestellten dachte ich erst gar nicht. Ich beobachtete die Filiale einige Tage. Freitagnachmittag, kurz vor Schluss, war der richtige Zeitpunkt. Für mich war dieser Freitag ein Tag wie jeder andere. Alles war wie gewohnt und ich war gerade noch dabei, Belege einzusortieren. Ich war guter Dinge und freute mich schon, nach der Arbeit eine Runde laufen zu gehen. Da stand plötzlich ein Mann mit Sturmmaske und Pistole vor uns. Er schrie herum und verlangte das ganze Geld. Meine Kollegin Bertha gab ihm 3000 Euro und erklärte, das übrige Geld sei durch eine Zeitsicherung geschützt. Im Gegensatz zu mir blieb sie total ruhig. Aufgeregt rannte der Mann mit dem Geld nach draußen und Bertha drückte den Alarmknopf. Ich stand völlig neben mir und konnte den Mann dennoch deutlich beschreiben. Alles kam mir vor wie ein Film. Erst am Abend, als ich zu Hause war, bin ich zusammengebrochen, hatte Schüttelfrost und habe geweint. Ich dachte, ich könnte die Bank nie wieder betreten. Und so war es dann auch. Ich war 3 Monate krankgeschrieben, wagte mich kaum mehr aus meiner Wohnung und bin bis heute in therapeutischer Behandlung. Aufgrund der guten Zeugenbeschreibung wurde ich nur wenige Stunden später mit dem erbeuteten Geld geschnappt und kam in Untersuchungshaft. Bald kam ein Anwalt und sagte mir, ich müsste für diese Tat, da ich bewaffnet war, mindestens 5 Jahre ins Gefängnis. Weiter erzählte er mir, ich könnte die Strafe verringern, wenn ich an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilnehmen würde. Er fragte mich, ob ich mal überlegt hätte, was ich da auf der Seite der Bankangestellten angerichtet habe. Das hatte ich nicht. Und die Vorstellung, mit den Bankangestellten an einem Tisch zu sitzen, nein, danke. Aber ich könnte eine mildere Strafe bekommen. Da schien mir der Täter-Opfer-Ausgleich das kleinere Übel zu sein. Ich war über die Einladung der Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich sehr überrascht und zunächst äußerst skeptisch. Nach Rücksprache mit meiner Therapeutin war mir klar, wie wichtig es mir wäre, diesem Menschen zu sagen, was er mir angetan hat. Bertha, der das alles nicht so viel ausmachte, wollte nicht mitmachen. Das war ein Dämpfer für mich. Trotzdem wollte ich da jetzt durch und stimmte zu. Ich verabredete mich mit dem Vermittler für Montag 15 Uhr vor der Haftanstalt. Als die Frau reinkam, war das für mich schon sehr hart. Ich murmelte eine Begrüßung und fühlte mich sehr unsicher und schämte mich. Ich versuchte, ihr Mitleid zu erregen, indem ich ihr schilderte, wie dreckig mir es zu diesem Zeitpunkt gegangen ist. Ich dachte, das ist das, was sie hören will. Als ich reinkam, sah ich einen Mann da sitzen, der mit dem Monster in der Bank überhaupt nichts zu tun hatte. Das hat mir die Angst genommen. Er fing an zu erzählen, wie schlecht es ihm ergangen ist und wie übel ihm das Leben mitgespielt hat. Da bin ich aber richtig wütend geworden. Da saß einer und tat so, als ob er das Opfer wäre. Der Mann erklärte, der Bank sei ja kein Schaden entstanden, weil diese versichert sei. Da bin ich ausgerastet. Ich habe ihm in aller Deutlichkeit erzählt, was er da bei mir angerichtet hat. Ich habe ihn angeschrien, wir waren doch nicht in der Disco. Ich hatte Angst um mein Leben. Das hat gesessen. Das war gut und richtig so. Ich merkte, dass ich mit meiner Mitleidstour nicht landen konnte. Jetzt wurde mir klar, was ich der Frau angetan habe. Dass es mir damals so schlecht ging, konnte keine Entschuldigung sein. Ich wusste nun gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Zum Glück hat der Vermittler eingegriffen. Wir haben dann doch noch ein intensives und ausführliches Gespräch geführt. So sehr hatte ich mich noch nie mit den Folgen meiner Tat beschäftigt. Gerne hätte ich auch ein größeres Schmerzensgeld gezahlt, doch so pleite wie ich war, ging das nicht. Aber das schien für Frau S. völlig in Ordnung zu sein. Sie sagte, das Gespräch sei gut für sie gewesen.
Das Gericht verurteilte Anton K. zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Es begründete die Milderung der gesetzlich angeordneten Mindeststrafe von 5 Jahren mit dem erfolgreich durchgeführten Täter-Opfer-Ausgleich und den darin deutlich gewordenen Bemühungen des Täters, auch gegenüber dem Opfer seiner Tat Verantwortung zu übernehmen. Wenn mich heute jemand fragt, ob das eine gute Entscheidung war, kann ich nur Ja sagen. Die Tat kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber jetzt habe ich wieder Kontrolle über mein Leben. Ich konnte mein Leid loswerden, indem ich der Person gegenübergetreten bin, die an allem schuld war. Ich glaube auch, dass Herr K. nun kapiert, was er da angerichtet hat. Ich nehme weiter therapeutische Hilfe in Anspruch, bin aber seit einiger Zeit wieder am Arbeitsplatz und habe keine Angst vor seiner Entlassung. Damals war mir meine Situation wichtiger als andere Menschen. Ich habe in diesem Gespräch schmerzlich erfahren, dass sowas nicht geht. Diese Einsicht hilft mir sehr, die Zeit im Gefängnis zu akzeptieren und mich um mein Leben nach der Entlassung zu kümmern.